Hallo und herzlich willkommen zum, ja, zu einem neuen Spezial, zu einem großen Spezial, zu einem großen Community-Spezial. Ich habe es schon öfters angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Schlag den John. Es geht jetzt wirklich los, Freunde. Und wenn ihr euch fragt, ja, was soll das jetzt, was geht's hier, wenn ihr noch gar nichts mitbekommen habt, dann erkläre ich euch das in Kürze. Im Grunde ist es eine Adaption zu Schlag den Raab. Große Spielshow, Pro7, sollte man kennen. Wenn nicht, ja, dann guckt ihr halt kein Fernsehen, ist auch nicht weiter tragisch. Ja, um was geht's da? Ganz einfach, in diesem Fall spiele ich gegen einen Gegner. Genau genommen, ich habe ein bisschen die Regeln abgeändert, gegen drei Gegner. Immer abwechselnd. Ja, das Besondere an dieser Show ist allerdings, dass weder mein Gegner noch ich wissen, was auf uns zukommt. Das haben in diesem Fall drei Moderatoren ausgetüftelt. Die haben sich insgesamt 15 Spiele überlegt. Das heißt, es gibt für euch mindestens 15 Videos, die ihr euch jetzt anschauen dürft, indem wir uns battlen in Minigames, in älteren Games, was auch immer, in Quizgames, in sonstigen Mindgames. Also Abwechslung ist geboten. Teilweise könnt ihr da, also vor allem bei den Mindgames, könnt ihr da sicher ein bisschen mitraten und so weiter und so fort. Wird eine lustige Sache. Ja, sollte ich verlieren, was ich natürlich nicht hoffe, dann habe ich eine Wettschuld. In diesem Fall wäre das ein Let's Trash. Jawohl. Ein Let's Trash, auf das ich noch nicht näher eingehen möchte, weil ich bin einfach zuversichtlich. So weit kommt es gar nicht. Denn ich werde gewinnen. Ja, aber ich bin jetzt nicht alleine hier drin, denn ich möchte euch natürlich die Leute vorstellen, die hier mitgewirkt haben. Da wären an erster Stelle natürlich die Moderatoren. Und denen gebührt mein größter Respekt. Schließlich haben die sich die Spiele überlegt. Die haben sich zusammengesetzt. Die haben, ja, getüftelt, sich Fragen überlegt, was weiß ich nicht alles. Ja, die dürfen sich nun vorstellen. Meine drei Moderatoren und Kollegen, seid gegrüßt. Hallo. Hi. Hallo. Und hallo. Ja, ihr habt schon gehört, das sind drei, mehr oder weniger dürft ihr sie kennen. Das wäre zum einen Tiergaslan. Hi. Wieder. Und der Pianist LP und Ohrwurm LP. Hallo. Jo, ihr drei habt euch einige Spiele für uns überlegt. Ich hoffe, sie werden nicht allzu fies. Ja, wir haben uns sogar 16 Spiele überlegt, falls es zum Stechen kommen muss. Denn wer Schlag den Raab kennt, der weiß, es kann nach dem 15. Spiel zu einem Stechen kommen, richtig. Aber wir hoffen alle, dass das passiert. Klingt ungemütlich, ja. Naja, also ich habe mich auf diese Show nicht vorbereitet. Also ihr könnt euch denken, wir werden diese Show natürlich ein bisschen nerdiger machen. Also es wird jetzt im Vergleich zur großen Spielshow auf Pro7 werden wir natürlich ein bisschen, wir werden nur zocken oder wir werden, wenn quizzen, dann nur über nerdige Themen. Wird ziemlich lustig, denke ich mal. Ich habe mich jetzt nicht wirklich vorbereiten können, wie denn auch, aber ich hoffe einfach mal, dass es kein eindeutiges Ergebnis wird, dass es spannend bleibt für euch, für uns alle. Ich bin gespannt, ja. Und mal von unseren Moderatoren, die zukünftig die Spiele leiten werden, also es ist nur ich rede jetzt am Anfang so viel, in Zukunft halte ich mich da zurück, weil ich bin ja eigentlich auch nur ein Mitspieler. Gibt es natürlich auch noch meine drei Gegner. Heute kann ich euch zwei Gegner vorstellen. Das wäre zum einen Kamine Dino Riem Romeo. Hallo. Hallo. Ja, fleißiger Kommentschreiber bzw. Kanalkommentarschreiber. Und du wolltest unbedingt dabei sein und ja, ich schätze mal, du willst mich besiegen, ne? Ja. Ja, aber das wird dir nicht gelingen, das weißt du ja. Nicht unbedingt. Nein, mal schauen. dann haben wir noch, hier heißt du Latan, aber in YouTube nennt man dich, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Stewable oder Stewable? Ist egal, also mein normaler Name ist Lappen. Das 2 ist einfach nur wegen meinen Geschwistern. Kann man weglassen. Okay. Ich werde auf jeden Fall sämtliche Kanäle der Moderatoren und Gegner in die Beschreibung verlinken, wie ihr es von mir kennt. Der dritte Gegner im Bunde, den werdet ihr aber erst etwas später kennenlernen, das ist Rico994, den dürftet ihr teilweise kennen. Der kommt da auch noch in die Verlinkung dazu. Jo,
Somit habe ich eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Dann werde ich dieses Video, also dieses Einleitungsvideo beenden und im nächsten seht ihr dann schon Spiel Nummer 1. Nochmal kurz zur Erklärung, wer die Spielshow nicht kennt. Es sind wie gesagt 15 Spiele. Spiel 1 gibt 1 Punkt, Spiel 2 gibt 2 Punkte und immer so weiter. Wir haben dreist dieses Punktesystem geklaut, weil es meiner Meinung nach auch sehr gut ist, weil man bis kurz vor Schluss eigentlich nicht weiß, ja, wer gewinnt jetzt eigentlich. Das ist eigentlich bis kurz vor Schluss noch relativ offen. Da sind alle Chancen noch drin, egal wie es steht. Deswegen ist das ein sehr interessantes Spielprinzip und das haben wir jetzt einfach so übernommen. Ja, gut, jetzt wisst ihr ungefähr das. Wenn noch Fragen sein sollten, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch Rede und Antwort stehen. Jo, in diesem Sinne, freut euch, ich sag mal einfach mal auf morgen, dann kommt wahrscheinlich Spiel Nummer 1. Jo, in diesem Sinne, freut euch drauf. Ich bin gespannt, welche grausigen Games uns erwarten und ich hoffe, dass ich nicht mich allzu sehr blamieren werde. Bis denne, bis morgen. Ciao, ciao.